Berge, Fels und Wüste, soweit das Auge blickt. Eine fremde Welt, schroff, unwirtlich, einsam. Doch hier ist Großes im Gang. Riesige Antennenschüsseln werden in die Berge geschafft. Eine Bewährungsprobe für Mensch und Technik an einem der extremsten Orte der Welt. Auf einer Hochebene in der Atacama-Wüste von Chile steht die größte Sternwarte der Erde, ALMA, das Atacama Large Millimeter Array. Die Teleskope spähen in die dunklen Wolken im Weltall. Dort beobachten sie Geburt und Tod von Sternen und Planeten. Die Augen der Atacama erkunden den Ursprung unseres Universums. Die Atacama-Wüste im Norden von Chile ist eine entlegene, unwirtliche Welt. Fast wie ein fremder Planet aus den Fantasiewelten der Science-Fiction. Die trockenen Hochebenen und schroffen Vulkane sind Teil der Anden. Manche Gipfel ragen mehr als 6000 Meter empor. Die Landschaft ist geprägt von Steinwüsten und Salzseen. Auf den ersten Blick eine geradezu lebensfeindliche Region. Doch Vicuñas haben das Leben in dieser Höhe gemeistert. Diese Verwandten der Lamas wandern täglich viele Kilometer umher, auf der Suche nach Futter und Wasser. Das Grenzgebiet zwischen Chile, Bolivien und Argentinien ist ihr Lebensraum. Menschen hingegen können hier oben nicht dauerhaft leben. In der Atacama gibt es nur wenig Wasser und das ist oft salzig. Ideale Bedingungen für Flamingos, denn hier gedeiht eine Vielfalt an Kleinstlebewesen. Das Wasser der wenigen Niederschläge sammelt sich in einer riesigen Hochebene. Hier liegt der Salar de Atacama, der größte Salzsee Chiles. Nur selten steht die gesamte Fläche unter Wasser. Meist sind es einzelne Teiche und ausgetrocknete Tümpel. Das Wasser löst Mineralien aus dem Boden, doch in der trockenen Luft verdunstet es schnell. Zurück bleiben salzige Seen und Krusten aus Mineralien. Mitten in dieser extremen Landschaft, 3000 Meter über dem Meer, liegt die Basisstation des weltgrößten Observatoriums ALMA, des Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Doch das Herzstück der Anlage ist etwa 28 Kilometer entfernt und liegt noch 2000 Meter höher. Die Chajnantor-Hochebene, 5000 Meter über dem Meer, ist der Standort für die 66 Radioantennen von ALMA. Die gewaltige Anlage hat eine lange Vorgeschichte. John Stoke vom US National Radio Astronomy Observatory in Charlottesville, Virginia. Die Geschichte des ALMA-Projektes begann schon vor Jahrzehnten. In jeder Weltregion, die heute an ALMA beteiligt ist, gab es eigene Ideen zum Bau einer Antennenanlage. Erst vor kurzem kamen all diese Partner zusammen und beschlossen, ein richtig großes Teleskop zu bauen, anstatt jeder sein eigenes. Zwanzig Nationen aus drei Weltregionen beteiligen sich an dem Projekt.
ALMA ist eine internationale astronomische Einrichtung, die gemeinsam von Europa, Nordamerika und Ostasien in Zusammenarbeit mit Chile getragen wird. Die Operations Support Facility, OSF, ist die Basisstation und das Kontrollzentrum von ALMA. Von hier aus werden die Antennen auf dem Hochplateau gesteuert. Eine Herausforderung für die Wissenschaftler aus aller Welt. Sie leisten Pionierarbeit, denn mit ALMA öffnet sich ein neues Fenster ins Universum. Die Antennenschüsseln empfangen nämlich kein sichtbares Licht, sondern Wellen im Radiobereich. Astronomen erhoffen sich von ALMA Einblicke in verborgene Regionen und weitreichende neue Erkenntnisse. Eine grundlegende Frage ist, wie kamen wir hierher? Wie entstand das Leben auf der Erde? Die Astronomen wollen auch ergründen, wie die Sterne und Galaxien entstanden, die wir heute sehen. Und wie sich Sonnensysteme und Planeten wie unsere Erde bilden. Das Werkzeug für all dies ist ALMA. Die Basisstation der Antennenanlage liegt mitten im Nirgendwo der Atacama. Die Anfahrtswege führen über hunderte von Kilometern quer durch die Wüste. Die Antennen werden aus Europa, Nordamerika und Japan angeliefert. Mit 12 Metern Durchmesser sind die ALMA-Schüsseln so groß, dass sie nicht im Ganzen transportiert werden können. Erst an der Basisstation werden sie zusammengebaut. Tausende von Handgriffen sind nötig. Bis eine Antenne einsatzfähig ist, dauert es mehrere Wochen. Drei Baustellen nebeneinander stehen für die verschiedenen Konstruktionen der Antennen. Europäer und Japaner arbeiten im Freien, die Amerikaner meist in einem riesigen Hangar. Die Antennen sind unterschiedlich konzipiert. Aber am Ende müssen alle die gleichen Anforderungen erfüllen. Erst dann können sie in perfekter Harmonie gemeinsam den Himmel erforschen. Astronomen setzen große Hoffnungen in ALMA. Die unerreicht genauen Beobachtungen im Bereich der langwelligen Radiostrahlung sollen Antworten auf wichtige Fragen liefern. Wie entstehen Sonnensysteme, die unserem ähnlich sind? Sterne, die wie unsere Sonne von mehreren Planeten umkreist werden? Und gibt es erdähnliche Planeten, die im passenden Abstand um ihren Zentralstern kreisen, sodass sie Wasser und Leben tragen könnten? Das ist das Spezialgebiet von Aaron Bowley. Der Astrophysiker der Universität Florida und sein Team waren Teil der ersten Beobachtungen, noch bevor ALMA ganz fertig war. Schon in dieser frühen Phase konnte das Forscherteam ALMA einsetzen, um die Entstehung von Planeten aus Sternenstaub besser zu verstehen. Wir stellen uns die Planetenentstehung so vor, dass sich Staubkörner zunächst ansammeln und aneinander haften bleiben. So werden die Staubkörner immer größer, bis sie Felsbrocken bilden. Mit der Zeit wachsen die Felsbrocken zu noch größeren Objekten. Diese Gebilde nennen wir Planetesimale. Heute kennen wir sie als Kometen und Asteroiden, aber die Planetesimale können zu noch größeren Objekten anwachsen. Und einige davon werden schließlich Planeten. Doch wie werden Planeten geboren? Mit ALMA erhalten die Astronomen erstmals genauere Einblicke, die anderen Teleskopen bislang verborgen waren.
Wir haben die einmalige Gelegenheit, mit ALMA die Entstehung von Planeten zu erforschen. Wir haben uns den Stern Fomalhaut angeschaut, um unsere Theorien zu testen. Fomalhaut haben wir ausgesucht, weil er ein sehr heller Stern ist, rund 15 bis 20 Mal heller als unsere Sonne. Außerdem ist er ziemlich nah, er ist nur 25 Lichtjahre entfernt, ein Steinwurf astronomisch gesehen. Um den Stern Fomalhaut herum haben andere Teleskope eine ausgedehnte Staubscheibe ausgemacht. Im langwelligen Strahlungsbereich der ALMA-Aufnahmen zeigt sich nun jedoch ein scharf begrenzter Ring. Aarons Berechnungen und Simulationen brachten überraschende Erkenntnisse. Eine der besten Erklärungen für den Ring von Fomalhaut sind zwei massearme Planeten, die den Staub formen. Wir nehmen das deshalb an, weil der Staubring scharf begrenzt ist, sowohl am inneren wie auch am äußeren Rand. Und am besten lässt sich diese Abgrenzung durch die Existenz zweier Planeten erklären. So ist es möglich, auf die Existenz unbekannter neugeborener Planeten zu schließen. Die Astronomen erfahren dadurch aber auch mehr über den Ursprung unseres eigenen Sonnensystems und der Erde. ALMA ist ein extrem leistungsfähiges Teleskop. Nicht nur, um die Endphasen der Planetenentstehung durch den verbliebenen Staub hindurch zu beobachten. Es gibt auch Aufschluss über die chemischen Prozesse und die Vorgänge in der Wachstumsphase. Daraus können wir lernen, woraus die Bausteine der Planeten bestehen. Und das wird uns eine Vorstellung vermitteln, was dazu gehört, damit erdähnliche oder sogar bewohnbare Planeten entstehen können. Mittlerweile haben Astronomen mehr als 800 Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gefunden. Für die Suche nach der zweiten Erde werden zahlreiche Teleskope eingesetzt, darunter auch das Hubble-Weltraumteleskop. Hubble beobachtet das All im sichtbaren Licht. Genau wie das Very Large Telescope und andere Sternwarten auf der Erde. Ihre Augen sind Linsen und Spiegel. Mit diesen optischen Teleskopen beobachten die Astronomen den Weltraum in jenem Licht, das auch das menschliche Auge sieht. ALMA dagegen besteht aus Dutzenden Antennenschüsseln, die langwellige Strahlung registrieren. Diese Radiostrahlung ist für Menschen unsichtbar. Dafür kann sie bei Tag und Nacht empfangen werden. Unsere Augen nehmen die Sterne nur nachts wahr, denn tagsüber werden sie von der Sonne überstrahlt. Wie optische Teleskope sehen wir vor allem das, was glüht, die heißen Oberflächen der Sterne. ALMA kann dagegen in die dunklen, kalten Wolken im Kosmos hineinspähen, denn auch diese senden Strahlung aus. Mit unterschiedlichen Instrumenten beobachten Astronomen das gesamte elektromagnetische Spektrum. Die Milchstraße, von kurzwelliger Gammastrahlung über Röntgenstrahlen und sichtbares Licht. Durch den Bereich der infraroten Strahlung, über Mikrowellen bis hin zu langen Radiowellen. Jeder Bereich liefert spezielle Informationen. Die Radiostrahlung, die ALMA empfängt, hat eine Wellenlänge im Millimeterbereich, etwa 1000-mal länger als jene des sichtbaren Lichts. Deshalb dringen Radiowellen selbst durch dunkle Staubwolken. Doch ein Teleskop, das bei dieser langwelligen Strahlung so scharf sieht wie Hubble im sichtbaren Bereich, müsste weit über 10 Kilometer Durchmesser haben. Eine solche Teleskopschüssel zu bauen ist unmöglich. Aber es gibt einen Ausweg. Eine Anzahl miteinander verbundener Antennen, die wie ein Riesenteleskop funktionieren. Das ist das Konzept von ALMA.
Über ein Gelände von rund 16 Kilometern Durchmesser verteilt, empfangen 66 Antennen Radiostrahlung aus dem Weltall. Die unvorstellbaren Datenmengen laufen im Supercomputer der Anlage zusammen. Er kann 16 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde durchführen. Erst diese enorme Rechenleistung und die komplexen Programme, die in jahrelanger Vorarbeit entworfen wurden, verwandeln die Antennensignale in verwertbare Bilder. Schon während des Aufbaus führten die Astronomen erste Sehtests durch. Das Ziel waren die Antennengalaxien. Ein spektakuläres Himmelsobjekt, bei dem zwei Galaxien miteinander kollidieren. Das schärfste Bild davon stammt vom Hubble-Weltraumteleskop. Was in den dunklen Wolken im Kollisionsbereich passiert, bleibt den optischen Teleskopen jedoch verborgen. Beobachtungen mit ALMA enthüllen bislang unsichtbare Aktivitätszonen. Dort entstehen aus gigantischen Staub- und Gaswolken neue Sterne. So brachten schon die ersten Testläufe neue Erkenntnisse. Die langwellige Strahlung, die ALMA beobachtet, ist auf der Erde normalerweise nicht zu empfangen, denn sie wird vom Wasserdampf in der Atmosphäre fast völlig absorbiert. In der Atacama-Wüste ist die Luft jedoch trocken genug, um die Radiowellen durchzulassen. Und die Chajnantor-Hochebene auf 5000 Metern ist groß genug für den Antennenverbund. Hier stehen skurrile Skulpturen. Der Büßerschnee ist ein typisches Merkmal für die Umweltbedingungen. Extreme Trockenheit, Höhenlage und starke Sonneneinstrahlung. Am Rand der Hochebene steht eine einzelne Antenne, die schon seit Jahren langwellige Strahlung misst. APEX, das Atacama Pathfinder Experiment. Carlos de Broek ist einer der Astronomen, die mit APEX und ALMA Untersuchungen durchführen. Vor jeder Beobachtung muss der Wasserdampf in der Atmosphäre gemessen werden. Das Teleskop beginnt nun, die Atmosphäre zu scannen. Dazu schwenkt es abwärts und misst, wie durchsichtig die Atmosphäre in verschiedenen Höhen ist. Es nimmt kontinuierlich Daten auf, während es den gesamten Bereich durchmustert. Dadurch wissen wir, wie durchlässig die Atmosphäre ist und wie sehr wir unsere Daten korrigieren müssen. Erst mit solchen Korrekturen lassen sich aussagekräftige Bilder erstellen. Wenn nicht gerade Sturm herrscht oder zu viel Wasserdampf in der Atmosphäre ist, sind APEX und ALMA rund um die Uhr einsatzbereit. Die Astronomen erkunden, was in den Taurus-Dunkelwolken vor sich geht. Es ist eines der nächstgelegenen Sternentstehungsgebiete. Aber erst mit Teleskopen wie APEX wurden die Geburtsstätten der Sterne erkennbar. Dasselbe beim Sternbild Orion. Der Himmelsjäger ist in unseren Breiten ein markantes Wintersternbild. Nahe seiner drei Gürtelsterne liegt ein dunkler Nebel. Die Staubwolken bergen eine höchst aktive Region. Im Radiowellenbereich treten die aktiven Zonen deutlich hervor. Hier werden Sterne geboren. Hier entsteht aus der Asche von Sternenexplosionen die nächste Generation von Himmelskörpern. APEX wird nach wie vor gebraucht, denn seine Antenne erfasst einen großen Himmelsausschnitt. Das Antennenfeld von ALMA beobachtet dagegen einen viel kleineren Bereich.
diesen dafür aber sehr viel schärfer und detaillierter, als es bisher möglich war. ESO, die europäische Südsternwarte in Garching bei München, ist Partner von ALMA. Hier erforscht Carlos de Broeck die fernsten Objekte im All. Ich untersuche die jüngsten Galaxien zu Beginn des Universums. Durch die enorme Entfernung sehen wir praktisch zurück zu ihren Anfängen. Mich interessiert, wie sie entstanden sind und sich zu den Galaxien entwickelt haben, die wir heute sehen. Der Blick in die Tiefen des Weltalls ist zugleich eine Reise in die Vergangenheit. Sie führt in die Zeit kurz nach dem Urknall, mit dem vor 13,75 Milliarden Jahren unser Universum entstand. Am Anfang gab es nur Wasserstoff und Helium, die leichtesten Elemente. Aus diesen Gaswolken bildeten sich die ersten Sternengenerationen. Wir wollen wissen, wann diese Objekte im Universum entstanden und wie sie sich innerhalb der Galaxien bildeten. Entstanden sie im Zentrum oder außerhalb? Wie haben sie sich entwickelt? Und woher kommen die schweren Elemente, die wir heute sehen? Wie bildeten sich Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff aus dem Wasserstoff und Helium, die aus dem Urknall stammen? Astronomen können diese Elemente auch weit entfernt im Universum aufspüren. Denn mit ALMA lassen sich Atome und Moleküle anhand ihrer charakteristischen Strahlung identifizieren. Die schwereren Elemente entstehen im heißen Inneren der Sterne. Durch gewaltige Explosionen gelangen sie in den Weltraum. Riesige Gas- und Staubwolken entstehen. Rohstoff für die Entwicklung einer neuen Sternengeneration. Mit ALMA finden wir molekulare und atomare Gase, die man mit optischen Teleskopen nicht sieht, weil der Staub alles verhüllt und verdunkelt. Staub ist also der Feind des optischen Teleskops, aber der Freund von ALMA. Die Antennenschüsseln müssen extrem genau justiert werden. Bei der Montage ist deshalb äußerste Präzision erforderlich. Mit Lasergeräten überprüfen die Techniker, ob jede einzelne Achse im grünen Bereich ist. Mit größter Sorgfalt werden die 120 Aluminiumpaneele eingepasst. 5 Tage dauert es, bis alle Paneele montiert sind. Dann ist die Oberfläche komplett. Wenn man die Antennen betrachtet, sieht man, dass sie aus vielen Paneelen bestehen. Jedes Panel hat mehrere Löcher mit Schrauben und Justiereinrichtungen. Mit diesen können wir die Position und Form der Paneele einstellen und optimieren. Durch holographische Messungen erhalten wir eine Korrekturkarte. Damit justieren unsere Mechaniker die Antennenschüssel. Einmal genügt dabei nicht. Wir müssen die Prozedur mehrmals wiederholen, bis wir die Genauigkeit erreicht haben, die wir brauchen. Hunderte von Schrauben hat jede Antennenschüssel. Jede muss von Hand nachjustiert werden, meist nur um wenige Tausendstel Millimeter. Die erforderliche Genauigkeit der Oberfläche beträgt 25.000stel Millimeter. Erst wenn alles stimmt und auch alle elektronischen Instrumente eingebaut sind, werden die Antennen in die ALMA-Anlage integriert. Nur so ist gewährleistet, dass die Schüsseln trotz unterschiedlicher Hersteller mit der notwendigen Präzision zusammenarbeiten. Alle Antennen müssen sich synchron und im selben Takt bewegen.
Im Kontrollzentrum arbeiten die Wissenschaftler Tag und Nacht. Die Astronomen hier im OSF müssen die Beobachtungsanfragen und Termine von Kollegen aus aller Welt koordinieren und abarbeiten. Das Ganze ist eine enorme Herausforderung. Denn ALMA operiert an den Grenzen des Machbaren. Tausende Dinge müssen funktionieren und ineinandergreifen, damit das Superteleskop die erhofften Ergebnisse liefern kann. Die astronomischen Beobachtungen wurden zeitweise von Alison Peck geleitet. Normalerweise arbeitet sie am NRAO in Charlottesville, Virginia, einer der ALMA-Partnerinstitutionen. Alison Peck gehört hier zu einer Gruppe von Astronomen, die mit ALMA schwarze Löcher erforscht. Eines der aufregendsten Dinge bei Galaxien ist die Tatsache, dass sie in der Mitte ein großes schwarzes Loch haben. Diese Bezeichnung klingt sehr exotisch, aber wir meinen damit Folgendes. Im Zentrum einer Galaxis existiert eine riesige Masse, die infolge der Schwerkraft kollabiert. Sie zieht sich immer weiter zusammen, wird kleiner und kleiner, bis sie praktisch keinen Raum mehr einnimmt. Trotz der gewaltigen Masse ist ihre Ausdehnung also nur sehr klein. Die Auswirkungen sind jedoch noch in großer Entfernung spürbar, aufgrund des extrem starken Gravitationsfeldes. Ein unsichtbares Sternenmonster, das alles verschlingt, was in seine Nähe kommt. Wie kann man so etwas beobachten? Schwarze Löcher sind sehr schwierig zu untersuchen, weil wir das schwarze Loch selbst nicht sehen können. Das Gravitationsfeld ist so stark, dass ihm nichts entkommt, nicht einmal Licht. Die einzige Möglichkeit, schwarze Löcher zu erforschen, besteht darin, das Gas in ihrer Nähe zu beobachten. Dieses Gas wird ins Zentrum des schwarzen Lochs hineingesogen. Es fällt nach innen, aber nicht auf direktem Weg, sondern eher wie Wasser, das in einen Abfluss rinnt. Es dreht sich spiralförmig, weil es Drehmoment und Zähigkeit hat. Und während es nach innen fällt, dreht und wirbelt es herum und wird immer heißer. Es wird energiereicher und strahlt große Mengen Energie ab. Die ungeheure Energie, die im Grenzbereich um das schwarze Loch frei wird, zeigt sich als hell gleißendes Licht, das das unsichtbare Zentrum umgibt. Ein schwarzes Loch ist definiert durch seinen Schwarzschildradius. Das ist der Abstand, innerhalb dessen nichts mehr entfliehen kann, nicht einmal Licht. Aber eine Menge Material, das auf das schwarze Loch zufällt, entkommt, bevor es den Schwarzschildradius erreicht. Eine Ursache dafür sind gewaltige Magnetfelder, die bewirken können, dass Materie in zwei Richtungen hinausschießt, in sogenannten bipolaren Jets, weg vom schwarzen Loch. Mit ALMA wollen die Astronomen vor allem die Gaswolken um schwarze Löcher herum beobachten und so ihre Eigenschaften erforschen. Das gilt auch für das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. Zumindest ist es bereits gelungen, seine Existenz nachzuweisen. Der erste Schritt bestand darin, die Sterne in seiner Umgebung so genau wie möglich zu beobachten. Dabei fanden Astronomen heraus, dass die komplizierten Bahnen, auf denen die Sterne um einen zentralen Punkt herumsausen, nur durch eine riesige Masse erklärt werden können. 27.000 Lichtjahre entfernt und 4 Millionen Mal so schwer wie unsere Sonne. Ein gewaltiges, unsichtbares Schwerkraftzentrum. Ein schwarzes Loch. Der ALMA-Astronom Kartik Sheath will ihm näher kommen. Das Fantastische an ALMA ist, dass wir zum ersten Mal genügend Auflösung haben, um eine Nahaufnahme eines schwarzen Lochs zu machen. Mit ALMA beobachten wir zum Beispiel molekulares Gas, das durch die Kernzone einer Galaxie in das Zentrum des schwarzen Loches driftet. Wenn wir nun messen, wie sich das Gas um das schwarze Loch bewegt, sollten wir herausfinden können, wie das Monster im Zentrum der Galaxie gefüttert wird. Was vertilgt das schwarze Loch?
auch zum Frühstück? Wie wächst es mit der Zeit? Das ist die Frage, die wir beantworten wollen. Zurzeit können Astronomen etwas Besonderes beobachten. Eine Gaswolke kommt dem Zentrum unserer Milchstraße zu nahe. Nach ersten Beobachtungen errechneten Astronomen, wie die Gaswolke in den nächsten Jahren vom Schwarzen Loch zerrissen wird. Ein Teil der Wolke kann entkommen, ein anderer wird unaufhaltsam angezogen und dient als Futter für das unersättliche Sternenmonster. Die Straße zur ALMA-Basisstation führt durch eine ausgetrocknete Landschaft. Alles, was zum täglichen Leben gebraucht wird, muss herangeschafft werden. Vor allem Wasser. Jeden Tag bringen 4 große Tanklastwagen Brauchwasser für etwa 500 Menschen zum Kontrollzentrum und zu den Baustellen der Antennen. Selbst das Abwasser wird genutzt, zum Befeuchten der staubtrockenen Straßen. Das lebensnotwendige Trinkwasser wird in Flaschen angeliefert. Jeder, der hier oben arbeitet, hat stets eine griffbereit. Die extreme Trockenheit und der geringe Sauerstoffgehalt sind enorme Herausforderungen für Mensch und Technik. Es hat seinen Grund, warum die Antennen hier unten bei der Basisstation zusammengebaut werden. Der leitende ALMA-Wissenschaftler Döni Barkatz kennt die Probleme. Hier in 3000 Meter Höhe kann ich mehr oder weniger logisch denken. Ich versuche, Fragen sinnvoll zu beantworten. Würden wir dieses Interview auf 5000 Metern führen, wären die Antworten sehr viel interessanter. Denn weder Gehirn noch Körper oder Lunge sind dafür ausgelegt, auf 5000 Metern zu funktionieren. Die meisten, die da oben arbeiten und denkfähig bleiben müssen, verwenden deshalb Sauerstoff, um ihre Arbeit zu schaffen. Die Arbeit in solchen Höhen ist lebensgefährlich. Es drohen Schwindel und Ohnmacht und sogar Lungenödeme und Nierenversagen. Die knochentrockene dünne Luft und der wenige Sauerstoff beeinträchtigen Leistungs- wie Urteilsfähigkeit. Fehler beim Hantieren mit den Riesengeräten können fatal sein. Deshalb trägt jeder, der hier oben arbeitet, ein Sauerstoffgerät mit sich. Nur wenn Mensch und Technik perfekt zusammenspielen, haben ALMAs Einblicke in das, was bisher verborgen war, wissenschaftlichen Nutzen. Die Antennengalaxien sind dabei nicht nur als Sehtestobjekt für ALMA-Beobachtungen interessant. Sie zeigen auch, was unserer Milchstraße in Zukunft droht. In rund 4 Milliarden Jahren werden mit großer Wahrscheinlichkeit die Milchstraße und die Andromeda-Galaxie aufeinandertreffen. Bei der Kollision werden ungeheure Gas- und Staubmassen ins Weltall hinausgeblasen. Dieser Staub ist das Baumaterial für die Entstehung von neuen Sternen und Planeten. Seit das Universum mit dem Urknall entstand, herrscht ein ständiges Entstehen und Vergehen. Für ALMAs volle Leistungsfähigkeit sind 66 Antennen notwendig. Zum Transport der über 100 Tonnen schweren Radioteleskope wurden gewaltige Spezialfahrzeuge entwickelt. Es gibt nur 2 solche Fahrzeuge auf der Welt. Sie heißen LORE und OTTO. ...20 Meter lang, 10 Meter breit, 28 lenkbare Räder. Diese Monster-Trucks dienen nur einem Zweck: die ALMA-Antennen zu befördern.
Mit einer Antenne an Bord erreicht die 700 PS starke Maschine ein Höchsttempo von 12 Kilometern in der Stunde. An manchen Stellen säumen Säulenkakteen die Straße. Echinopsis atacamensis, eine gefährdete Art. Einige Exemplare, die dem Straßenbau im Weg standen, wurden deshalb aufwendig umgepflanzt. Pflanzen und Tiere sind im Alma-Gebiet streng geschützt. Die Strecke von der Basisstation bis hinauf zum Antennenfeld ist 28 Kilometer lang. Wenn der Transport unterwegs ist, müssen alle entgegenkommenden Fahrzeuge aus Sicherheitsgründen Platz machen und anhalten. Nach etwa 5 Stunden erreicht das Riesengefährt mit seiner wertvollen Fracht das Antennenfeld in 5000 Meter Höhe. Das Absetzen und Einpassen auf dem massiven Betonfundament ist Präzisionsarbeit. Die Techniker verankern die Antenne und verbinden sie mit der Datenleitung zum Supercomputer. Nun kann sie ihre Arbeit aufnehmen und ihren Teil zur Lösung kosmischer Rätsel beitragen. Wo kommen wir her? Die Antwort auf diese Frage liegt tatsächlich in den Sternen. Die Prozesse, die beim Entstehen und Vergehen von Sternen und Planeten ablaufen, sind auch für die Suche nach den Ursprüngen des Lebens von großer Bedeutung. Denn die chemischen Elemente, aus denen wir alle bestehen, wurden im Inneren von Sternen erzeugt, bevor sie durch Explosionen ins All hinausgeschleudert wurden. Und so sind auch wir Menschen Teil des endlosen kosmischen Kreislaufs. Anthony Remichan ist Experte für Weltraumchemie am NRAO in Charlottesville, Virginia. Sein Spezialgebiet ist die Suche nach organischen Molekülen im All. Wir versuchen herauszufinden, wie organische Chemie im Weltraum eigentlich funktioniert. Es ist nicht wie in einem Chemielabor hier auf der Erde, wo man einen Eimer hiervon und eine Flasche davon zusammenschüttet und so organische Moleküle produziert. Der Weltraum erzeugt seit Milliarden von Jahren organische Moleküle, wie sie auch auf der Erde zu finden sind. Und wir wollen wissen, wie das genau passiert. Neue Technologien, Messmethoden und astronomische Instrumente sorgten in den vergangenen Jahren für große Fortschritte in der Astrochemie. ALMA bietet uns beste Auflösung. So können wir kleinste Details in galaktischen Regionen beobachten, in denen chemische Prozesse stattfinden. Zudem bietet ALMA die höchste Empfindlichkeit, um große Moleküle im All zu entdecken. Organische Moleküle in interstellaren Gaswolken lassen sich am besten im Millimeter- und Submillimeterbereich nachweisen, den die Antennen von ALMA empfangen. So ist es gelungen, in einer Gaswolke um einen jungen Stern in unserer Milchstraße Zuckermoleküle zu finden. Glykolaldehyd, eine der Zutaten für die Grundbausteine des Lebens. Um solche Moleküle überhaupt erkennen zu können, muss ihre charakteristische Strahlung zunächst in Laborexperimenten bestimmt werden. Dann werden sie mit den Signalen aus dem All verglichen und so identifiziert. ALMAs besondere Empfindlichkeit für solche Signale basiert auf den komplizierten Empfangsteilen, die nur bei Temperaturen von minus 269 Grad Celsius korrekt funktionieren.
Sie empfangen die Strahlung, filtern die Signale aus dem Rauschen des Weltraums und bereiten sie so auf, dass der Supercomputer die Daten verarbeiten kann. Gut gekühlt und sicher verpackt in einem Vakuumdruckbehälter werden die empfindlichen Instrumente in die Antenne eingebaut. Das sogenannte Frontend ist das Herz jedes Teleskops, das zentrale Gerät, das die Strahlen aus dem Weltall empfängt. Nur wenn alles perfekt zusammenspielt, von der kleinsten Schraube bis zum kompliziertesten Instrument, können Astronomen auf neue Weise den Weltraum erforschen. Erste Ergebnisse sind vielversprechend, doch die Suche geht weiter. Wir suchen nach den Bausteinen, den grundlegenden Molekülen, aus denen etwa RNA, Proteine oder Aminosäuren bestehen. Wenn wir herausfinden, wie sich diese Moleküle im Weltraum bilden und auf die frühe Erde gelangten, können wir die Frage beantworten, wie sich diese Bausteine, aus denen wir alle bestehen, im Frühstadium von Planeten entwickeln können. Und wir denken, dies beginnt im Weltraum. Die Suche nach organischen Molekülen in den kosmischen Gaswolken führt zu weitreichenden Fragen. Stammen die Bausteine des Lebens tatsächlich aus dem All? Und wenn ja, wie gelangten sie auf die Erde? Wir wissen, dass Kometen, Meteoriten und Asteroiden organisches Material enthalten. Und im Frühstadium der Planetenbildung gibt es die Zeit des großen Bombardements. Während dieser Zeit werden Planeten ständig von Brocken aus dem All getroffen. Und so könnte das gleiche organische Material, das draußen im Weltraum umherschwebt, verpackt in Kometen und Meteoriten, tatsächlich diese jungen Planeten erreicht haben. Das gleiche organische Material, das zur Entstehung des Lebens auf der Erde führte, könnte so auf Planeten überall in der Galaxis gelangen und auch dort Auslöser für die Entstehung von Leben sein. Angesichts der immer größeren Zahl neu entdeckter Planeten um fremde Sonnen und der vielen organischen Moleküle im All scheint es unwahrscheinlich, dass nur unsere Erde Leben hervorgebracht haben soll. Und wer weiß, was ALMA in den Tiefen des Weltalls noch alles finden wird. Die Suche nach unseren kosmischen Ursprüngen hat uns an einen der fremdartigsten Plätze auf unserem eigenen Planeten geführt. Wie ein entlegener Vorposten auf dem Weg in unbekannte Gefilde liegt das ALMA-Kontrollzentrum an den Hängen der Anden. Mit ALMA haben die Astronomen nun erst einmal viele Detailfragen im Blick. Neues, noch vollkommen Unbekanntes wird erwartet. Die Erkenntnisse daraus werden zu einem neuen Bild des Universums führen. Denn die Geschichte der Sterne, Planeten und des Lebens liegt tatsächlich im Dunkeln. Dort, wohin die Augen der Atacama sehen.